Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Guten Tag, ich möchte mit dem Leiter sprechen. Tut mir leid, ist gerade weggegangen. Konnte ich Ihnen helfen? Ja, ich bin sehr verärgert. Die Dusche funktioniert nicht. Und mich stören die Menschen im Zimmer nebenan, weil sie viel Lärm machen. Tut mir leid, wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Daniel Sacramento. Danke, Herr Sacramento. Entschuldigen Sie, in welchem Zimmer bleiben Sie bitte? 390. Okay. Das Hausmeister kümmert sich sofort darum. Und entschuldigen Sie, in welchem Zimmer haben Sie so viel Lärm? Das Zimmer ist 388. Es ist unerträglich. Tut mir leid. Sofort kümmere ich mich darum. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte. Was ist los, Herr Sacramento? Ich habe Insekten auf meiner Terrasse gefunden. Das ist eine Schande. Beruhigen Sie sich, Herr Sacramento. Unser Hotel liegt auf dem Land. Auf diesem Grund gibt es viele Insekten in der Umgebung. Aber ich kann nicht das Fenster öffnen, weil die Insekten sofort ins Zimmer kommen. Dieses Hotel ist eine Katastrophe. Keine Sorge, ich schenke das Zimmerservice. Danke. Übrigens, am Mittwoch habe ich einen Ausflug zur Maskenschlucke gebucht. Aber an dem Tag niemand da. Ich möchte, dass Sie mir das Geld zurückgeben. Einen Augenblick bitte. Ich muss die Information überprüfen. Entschuldigen Sie, aber der Ausflug nach Maskenschlucke war am Donnerstag. Auf keinen Fall. Der Ausflug war am Mittwoch. Tut mir leid. Hier ist die Prospekt mit allen Informationen. Nein, danke. Ich habe diese Broschüre. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Sacramento. Oh mein Gott, gib mir Geduld. Was für einen Tag. Oh.